Good to add more names. Ach da. I see some relations have changed. Baldi wirkt die ganze Zeit wie so ein freundlicher, wie ein freundliches Kind. Wie ein freundliches Streberkind. Bin noch in der Nähe. Ich musste den Salzkohl einsammeln. Und das Duftholz, das war wichtig. Na, wo willst du denn hin, kleiner Mini-Levent? Aber er wird ja auch scheinbar einfach nur unter Druck gesetzt, der zu bauen, und ansonsten wird seine Kolonie getötet. Seine Freunde. Ist doch scheiße. Das hat er ja auch nie immer eine andere Wahl. Wo will er denn hin? Ich meine, er wird uns wohl einen Weg nach oben zeigen. Von der Theorie her gesehen. Wie wir auf diesen Berg kommen, oder? Wo soll sonst Waldi sein? Sweet, let's poke around. Huh? Is that? Und wie es aussieht, geht's hier auch bergauf. Bin ich froh, dass es keine Escort-Mission ist. Wir können es einfach so umgucken. Okay, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Hä? Da! Mann! Sollten uns nicht ablenken lassen. Hier ist ja die Kolonie. Gefunden, Kolonie 30. You've wasted time. I'm afraid you'll have to pick up the pace. Because if you can't, well, you know the stakes. The game will soon resume. We have precious little time. If I do as I'm told, you'll end up hurting so many people. Don't worry. I refuse to put you through that. Ich glaube, der ist objektophile. The next time we meet, I'll make you into the best Levinus there ever was. So that's the game we're playing, is it now? You little upstart! This is a case of falling in with the wrong crowd, isn't it? I'm very disappointed. It's about halfway through the projected schedule. But this will have to do. What are you gonna do? I will have it achieve its intended purpose. But, first of all, I believe you need a little discipline.
check? Excuse me? What is this junk? Move aside! Your little pal here. Your buddy led us all the way to you. Glorified Tinobra! You dare attack me! Don't do it! Please stop! Oh. Tool that defies the orders of its master is trash! Destined for the scrapyard. It's not trash! Levnesses have always, always protected the things I care about. I'm so small and pathetic, but they taught me that I'm worth something. That's why I chose to be a mechanic. Not this. Not for something as sad as this. Why should you care about a hunk of metal? If you oppose me, I'll do away with you. Full stop! Quit your yapping and let's get scrapping! Ach man, der arme Baldi, du. Weiß nie, welchen Knopf ich drücken soll. Oder ist es dann eigentlich egal, welchen Knopf ich drücke? Okay, wir sind aber auch massiv über dem Level, oder? Wir sind wirklich massiv über dem Level. Ah, ich dachte, ich schaff das noch. Schade. Nö, wir machen jetzt Angriffskette. So, auf 99 und dann versuchen, weil wir einfach nicht... Achso, hä? Ich dachte, weil er ein Heiler ist, dass das auf 99 nur geht, okay. Aber vielleicht, weil der ein Held ist, nicht. Aber wir haben sehr gut bekommen, also ist alles gut.
Ach so, wegen dem plus 50 TP. Ah, jetzt, okay. Gut, jetzt habe ich es. Ja, jetzt. Das war doof. Jetzt habe ich es aber erst wieder verstanden, was da. Ja, okay, gut. Das ist eigentlich doof halt. Na gut, er wurde reaktiviert, also. Machen wir das gleich nochmal. Wenn wir gegen Mechons, dann kriegen wir noch plus 50 TP. Gibt es auch irgendwas noch auf 200? Was ist denn irgendwie perfekt oder sowas? Sehr schön und weg ist er auch. Useless piece of junk. Forget it. A console needs no crutch to lean on. Sorry. I couldn't do anything. I wouldn't say that. At the very least, this little guy got to live the way you wanted him to. Well, I sure hope so. Thanks for rescuing me. Next time I'll be sure to give you a tougher body, Mecha friend. Mecha friend? Gotta have a name, right? This little guy isn't meant for battle. He's a fellow companion and a friend. So yeah, thanks guys. I'm not gonna focus my efforts just on repairing Levinus's anymore. I'll be working hard to figure out the best way to protect us all, in the truest sense. Oh, but I guess that'd mean doing something about all our flame clocks, huh? About that, we could always smash Colony 30's flame clock. It'd mean that everyone in the colony wouldn't have to fight anymore. The Levinus's too. You can do that? We can. I can't guarantee that things will go smoothly for you after, though. I wouldn't say things are going particularly great as they stand anyway. If I can make a difference for people, and not just Levinus's, let's do it. Let's make this happen. Here we go! Kolonie 30 befreit. Alarmstufe 3. Hab noch gar keine Auswirkung gemerkt davon. It really broke. Hey, you okay there? Wait, don't move a muscle. There might be some valuable materials lying around. Nothing worth bothering about, believe me. How are you feeling? It's got a sting, right? It was a big deal for you. Lance, you seem more stung than me. Come on, man. No. I'm fine. I mean, sure, it's a big change of perspective. But like I said before, I'd already made up my mind. True that. Hey, could I help you guys with your mission? In return, it'd be the least I could do. Valdi realized what Valdi's saying. I've never been more sure. For sure! Thank you. We appreciate it. Looking forward to it. Me too. Count me in. Damit hätten wir jetzt auch die Flammenuhr von Kolonie 30 zerstört. Ja, ich wette, diese Konsulen geht so langsam der Arsch auf Grundeis. Die werden uns sicher ins Visier nehmen. Wir können nur hoffen, dass das alles ist, was passiert. Wie meinst du das? Er meint sicher, dass wir nicht die einzigen sein könnten, die dadurch ins Visier geraten. Ein Ausbruch aus dem System der Flammenuhr ist für die Konsuls gleichbedeutend mit Rebellion. Du meinst, die Soldaten der befreiten Kolonien sind dadurch jetzt auch auf der Abschussliste? Dann wär's wohl kein besonders feiner Zug, wenn wir einfach ihre Kuren kaputt hauen und uns dann dünne machen.
Ja, wir sollten sie beschützen. Mit unseren Ouroboro-Kräften schaffen wir das schon. Momentchen mal. Wir sind nur zu sechst. Wie sollen wir denn da alle Kolonien gleichzeitig beschützen? Wir können uns natürlich nicht um alle gleichzeitig kümmern, aber hier und dort aushelfen, das sollte schon drin sein. Du meinst, wie wir es in Kolonie 4 gemacht haben? Eigentlich sitzen wir und die befreiten Kolonien im selben Boot. Es wird viele Probleme und Gefahren auf uns zukommen. Wenn wir uns gegenseitig helfen und ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, können beide davon profitieren. Ich bezweifle allerdings, dass wir damit überall sofort auf Begeisterung stoßen. Naja, kein Wunder, wir können nicht erwarten, dass wir bei den reinstürmen und sofort als Held gefeiert werden. Wir sollten einfach mal die Ohren offen halten und Infos sammeln, wie es in der jeweiligen Kolonie so läuft. Wenn es dann was gibt, womit wir helfen können, sehen wir weiter. Klingt gut, Juni. Ein ganz normal mit den Leuten sprechen sollte der erste Schritt sein. Worauf warten wir dann noch? Reden wir am besten sofort mit den Leuten hier in der Kolonie. Ich habe keine Lust auf Nebenaufgaben. Die Hauptaufgabe ging mir jetzt viel zu schnell, beziehungsweise die Heldenaufgabe. Es war ja eigentlich nicht mal mehr die Hauptaufgabe. Du kannst nun Wände erklimmen. Okay, dann gehört es definitiv mit zur Heil... Ne? Kriegsheiler. Klassenerbe anzeigen. Lance? Besticht durch unglaubliche Heilkraft. Ein Mitglied mit dieser Klasse reicht, um die ganze Gruppe zu heilen. Ein Spezialtalent, das du von Valdi gelernt hast. An gewissen Wänden kannst du nun auch hochklettern, wenn dort keine Leiter ist. Und genau deswegen haben wir das ja gemacht, ne? Damit wir klettern können. Aber tatsächlich, lass uns im Stream lieber so ein bisschen die Nebenaufgaben und die Kolonien machen. Weil das sonst echt, glaube ich, zu... Was ist das? Ist das was? Ich sah gerade aus, als ob Äther oder so. Ist, glaube ich, besser, als wenn wir das so jetzt machen. Sammle Infos. Okay, ich muss einfach erstmal Infos sammeln. Ich habe gar keine andere Wahl. Aber so Nebenaufgaben und sowas, es ist meiner Meinung nach mehr Stream-mäßig. Unter uns? Okay, Informationen sammeln. Ein verbreiteter Brauch. Vierblattklee. Die immer mit ihrem Vierblattklee. Sollen wir bestimmt gleich drüber quatschen. Sollen wir bestimmt gleich drüber quatschen. In Colony 30 scheint es auch in Mode zu sein, Vierglückklee zu sammeln. Dann hättest du doch auch immer gesammelt, oder, Juni? Ja, ich habe da aber bisher erst 4 Stück gefunden. Bringt sie Glück, weil sie so schwierig sind zu finden? Genau. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt, aber es heißt, wenn man 7 findet... halten sie den Tod fern. Worauf basiert die Annahme? Moment mal. Warum sammeln denn dann die Mechaniker dieses Grünzeug? Die kämpfen doch überhaupt nicht. Stimmt schon, die sollten eher selten auf dem Schlachtfeld sterben. Aber irgendwas kann ihnen natürlich trotzdem passieren. Ja, aber ich frage mich schon, warum Wenn sich die Mühe macht. Wenn aus Kolonie 30? Vielleicht gibt es ja einen Ort, wo Vierglückklee wächst, der selbst für Mechaniker einfach zu erreichen ist. Ja, könnte sein. Okay, lass uns doch mal mit ihnen reden. Bald habe ich ein paar weitere Exemplare in meiner Sammlung. Ja, aber ist es das, was wir jetzt machen wollen müssen? Einfach machen. Oh, das sieht aber... Bis auf diese Suppe da, aber das Sandwich?
Frische Brise Presswitch. Stimmt, wir sollten auch in den Dingern. Irgendwo muss aber noch eine Info sein. Meinung zu UZ. Jetzt haben wir alles dafür, okay. Eine Nebenaufgabe und... Okay, Nebenaufgabe mache ich jetzt aber wirklich nicht. Er will uns nur dahin schicken. Ich kenne den doch. Gut, damit hätten wir erstmal die wichtigsten Informationen gesammelt. Mir scheint, die Probleme sind deutlich größer, als wir zunächst angenommen hatten. Das kannst du laut sagen. Und, was machen wir jetzt? Wir können gewiss viel Gutes bewirken, wenn wir ihnen aushelfen, aber vergesst nicht, dass unser eigentliches Ziel das große Schwert ist. Du hast schon recht, wir sollten gut darüber nachdenken, was wir tun wollen. Wenn du eine Kolonie befreist, erhältst du Zugriff auf allerlei neue Informationen. Hör dich gut um, damit dir selbst das kleinste Gerücht nicht entgeht. Die Voranschreitung der Haupthandlung führt dazu, dass es vielerorts neue Infos gibt. Es lohnt sich also, bereits besuchte Kolonien einen erneuten Besuch abzustatten. Oder wir ziehen jetzt erstmal weiter. Beziehungsweise... We need to get back to the cliffs where we met Valdi. We can make sure we're in perfect shape by replenishing supplies at Colony 30. Ja. So schlecht ging's uns nicht. Gut, dann stelle ich mich jetzt hier... Aber wir sind hier auch echt gut geschützt, ne? Also... So wirklich groß angreifbar sind sie nicht. Die haben aber riesige Mecker uns hier. Gruselig. Nee, ich mache jetzt aber erstmal die Aufnahmepause. Weil das Kind muss jetzt von Kindergarten abgeholt werden. Und dann habe ich heute den ganzen Tag sowieso nur Kindertag. Weil Sandy arbeiten ist. Also keine Zeit mehr. Schade. Na gut. Ich verabschiede mich jetzt aber und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und... Ciao. Tschüss.